voll lustig. Shit. Ja, dafür ist wahrscheinlich hier zu sehr, so, ist wahrscheinlich das hier gedacht. Nee, nee, ich bleib nicht da unten stehen. Ich weiß, dass du mich da unten triffst. Das ist, glaube ich, Leben, ne? Ja. Okay, bitte sag mir, ich behalte den Boss Progress. Zumindest habe ich es beim letzten Mal behalten. Come on, bitte sei keine Bitch. Du bist eine Bitch. Ja, dich mit Zangetsu zu treffen ist halt interessant. Ich hätte da drauf springen müssen. Dann hätte ich sie hinten können. Zu spät realisiert. War ein Versuch wert. Plattform? Ja, ich brauche die andere. Oh, unlucky. Gott, sie ist genau über mir und ich komme nicht hin. Verdammt. Okay. Ich kann das schaffen. Ich hatte die richtige Idee, aber ich war zu lahm. Komm, plumps runter. Nice. Geh weg. Jetzt mach keinen Scheiß. Okay, Blanka hat uns anscheinend gerettet. Oh Mann. Etwa. Knapp. Wer bist du? Well, if it isn't Zangetsu, always glad to see an old war body who can still hold his own. Yeah, good same to you. You seem just as sharp as ever. Seeing as we share a common enemy, would you give me the honor to fighting alongside you once again? I'm not sure an ordinary human will be much use in a battle against demon, but more help is appreciated. Hey, lass mir die Hand reichen. Bleib weg, ich erschieß dich. Schön. You're one of the church's people, sorry Zangetsu, but there's no way I can trust someone from the church. Ist das ein neues Game? Ja, Kackspaß. Das Game ist letzte Woche irgendwann rausgekommen. Also der zweite Teil von Curse of the Moon von Bloodstained. Den ersten habe ich, glaube ich, damals auf. Ich glaube auf der Switch gespielt. Don't mit. Oh mein Gott, der heißt Robert, schön. I don't know what Crunchy Bear, but she's needed in the battle. I will trust your judgment, but I will leave my bullets in the chamber. Okay. Should she waste my suspicion? Okay. Cool. Jetzt habe ich auch noch einen Robot. Gucken wir den Robot sogar an. Robot hat einen Laser. Und fucking Speerbullshit. Okay. Sniper Shot, Prone, Crawl. Creeping Shot, Wallkling, Wallkick. Okay, wie funktioniert Wallkick? Oh, das ist einfach so ein Mega Man Jump. Oh, das ist so Ninja Gaiden, ne?
Gott, aber wie wenig Leben er halt hat. Uncool. Und er muss halt immer nachladen. Weil er ist trotzdem ziemlich OP für meinen Geschmack. Solange ich sehe, was mich... Okay, das Vieh könnte ein Problem sein, ja. Nehmen wir mal ein. Ist hier noch was? Nee. Hey, Sascha. Kann ich nicht Help spawnen für ihn? Warte mal, ich kann doch quasi sagen... Nein, ich habe nicht genug. Ups. Hier komme ich nicht runter, hä? Huh? Nope. Okay. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass das Spiel von dir verlangt, dynamisch zu wechseln. Ja, er kommt da natürlich nicht hin. Sie auch nicht. Aber mit ihm könnte ich... Wait. Nee, das geht nicht. Wirklich? No, 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 no. Okay, okay. Wir krabbeln da rein. Das sehe ich gar nicht ein, daran lang zu gehen. Wand? Nix. Schön. Yo, Robert. Ja, der Char ist ganz klar balanced. Ich sehe das Problem nicht. Total balanced. Ich soll nach unten, hä? Okay. Leben. Du brauchst Leben. Soll ich wirklich runter? Bist du ganz sicher? Okay. Sicher, dass du mich nicht verarschen willst? Kann ich die irgendwie noch... Ah, okay. Er hört da auch irgendwann auf zu schießen, das ist ja beruhigend. Oh, das hier ist schon mal ein Checkpoint, das ist nice. Okay, das sind ganz klar Robot-Enemies. Will ich Wind? Warte mal. Oh, ich habe halt nie Energy. Dezent nervtöten. Ich soll da hoch, ja? Ja, und wie? Oh, ich weiß wie. Haha! Yay, ich kann endlich mal Leben spawnen. Danke. Okay, ich weiß nicht, was hier noch alles auf mich wartet, aber ich gehe mal von Mord und Totschlag aus. Robert fühlt sich dezent OP an.
Gehen wir die in eine andere Submappen? Nee. Aha. Thanks. Ich wollte den Char eh nicht benutzen, Spiel. Ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, es gibt irgendeinen Weg, dass ich den Char wieder bekomme. Das ist das Einzige, was mich richtig abfuckt. Das ist halt, oh, du hast einen Char verloren. Ja, dann spiel mal ohne den weiter. Was ja so extrem einfach ist. Nee, ist okay. Sangetsu ist eh der Main-Charakter. Alles gut. War von Anfang an genauso geplant. Niemand braucht Robert oder... oder irgendeine Dominique. Ich meine, hallo, wer heißt denn Dominique? Please. Die arbeitet doch nebenberuflich bei irgendwelchen Telefonhotlines. Okay. Ja gut, die sind halt alle suizidgefährdet. Da kann ich halt auch nichts für. Das ist halt einfach das Zeitalter, in dem wir leben. Da ist ja das Leben nicht so viel wert. Oh Gott, wenn ich Robert nicht draußen habe, habe ich halt ein Riesenproblem mit den Scheißern hier. Gott, das hat. Die Dinger two-shotten mich halt. Ja gut, das ist ja super lustig. Nicht. Sammel du mal Shit ein. Wind hilft mir eigentlich wirklich. Elektrizität. Obwohl, warte. Maybe seine Speere? Ja, ich hab's nie. Mhm, cool. Ja, danke. Gott, sind alte Spiele fair. Oh, und ich kann da natürlich nicht wieder hochspringen. Warum auch? Oh Gott. Ja. Ach so, ja, natürlich. Also Robert, ich bräuchte dich jetzt. Wäre echt cool, wenn du dein Nap mal beenden kannst. Oh shit. Fucking hell. Okay, gut. Ja. Dominik macht das schon. Besonders weil sie sich selbst jetzt Leben geben kann. Danke dafür. Jump, jump. Aha. Aha. Hat da alter jemand dazugelernt? Oh, ich bin dumm. Moment, kann ich das retten? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Ich wäre da dran gekommen, wenn ich gepogot hätte, aber ich vergesse immer, dass sie einen Pogo hat. Fuck. Schmeißt du das auf meine Position oder? Ja, du schmeißt das. Natürlich schmeißt du das auf meine Position.
Stirb. Ach ja, wie viel Leben hast du denn? 4000? Motherfucker. Ja, no way, das ist doch... Oh Gott, ey. Wie viele denn noch von denen? Das ist ja ein richtig lustiges Level. Ja, ich sollte nicht mit Robert rumlaufen. Vielleicht mit Getzo? Getzo kann halt immer ein paar Hits ab, im Gegensatz zum Rest. Mother... Fucker. Aha. Ach so, nur sie kann es aufheben, weil ich es mit ihr aufgeschlagen habe. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Weil ich habe Unmengen an Waffenenergie, von daher. Huha! Easy. Fuck. Okay. Ich soll nach unten, hä? Huh? Und ja, ich habe absichtlich gerade zu Zangetsu gewechselt, um den Schaden einfach auf ihn zu nehmen. Irgendeine neue coole Sub-Weapon für dich? Oh, das ist das. Mega Man Blaster. Okay. That seems useful. Muss ich jetzt echt nach links? Ja, ich muss nach links. Was ist das denn für ein Pattern gewesen? I'm not dealing with this shit. Oh Gott, die sind so am Hin- und Her-Wabbeln. Ja, geil. Die zu treffen ist halt... nicht unmöglich, aber nahezu unmöglich. Wallmeet? Nö. Bitte gib mir ein Checkpoint-Spiel. Oh nee, natürlich nicht. Leben. Zwei Hits, okay. Oh, Bossschall? Ich will nicht. Hi. Ich habe da so eine Idee für dich. Das hat mich übrigens getroffen. Ja, okay, gut.
Ja, das ist halt so, hey, weißt du, was passiert? Nein. LOL. What the fuck is this? Oh, Self-Buff. Ich habe meinen inneren Saiyajin gefunden. Hoah! Oder ich setze mich selber in Flammen, das ist auch eine Option. Na gut, ein Char, der nirgendwo drankommt und ein Boss, der ziemlich weit weg steht. Das ist ja eine super schöne Kombination. Der DPS. Holy shit. Ich will ja nicht sagen, dieser Self-Buff ist ziemlich gut, ne? Aber holy... Aha, okay. Scheiße. Ich hab nicht realisiert, dass ich tot war. Okay, welcher Checkpunkt? Oh, natürlich hier. Wieso nicht noch weiter hinten? Natürlich reicht das nicht. Überhaupt nicht nervtöten oder so. Ich muss dran denken, der da unten, ich kann da... Ja, genau. Ich habe dran gedacht und er hat mich trotzdem getroffen. Die eigentliche Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was passiert, wenn ich das Ding mit Zangetsu aufmache? Es ist immer für sie interessant. Es kommt also immer ihr Item raus. Ich wüsste halt echt gern, wofür das ist. Rausfinden. Später. Oh Gott, das ist so weit weg vom Boss. Are you fucking shitting me? Ja, eigentlich will ich dein Item nicht ändern. Nee, an sich sind alle Items okay. Warte mal, wenn er gestoßen hat, kann ich ihn. Aha! Einfach nur ein Geduldsspiel. Okay. Du. Keine Ahnung, wie du den bekämpfen sollst, ohne Schaden zu kriegen. Oh Gott, die Bullshit-Viecher. Okay, lass versuchen, das Muster rauszukriegen. Okay, einfach stillstehen und nach oben schlagen scheint nicht zu dumm zu sein. Ja, reinspringen geht natürlich auch. Der geht nach da. Ich gehe einfach. Ich habe hier oben nichts zu suchen. Okay. Aber Maria stirbt. Oder auch nicht. Was kommt daraus? Leben. Das du gebrauchen könntest. Pump. Ich hätte gerne seinen Self-Buff wieder. Weil der DPS von dem Teil war ziemlich gut. Was mit dir, Fledermaus, Chan? Okay. Wir nehmen uns erstmal die hier vor. Wann triggerst du? Hallo?
Gar nicht, ja? Okay, wir sind uns doch einig, dass in einem dieser Dinger der Safe-Buff drin war, oder? Ha. Interessant. Da ist nicht immer derselbe Shit drin. Oh, spring doch da hoch. Nicht dein Ernst. I'll get my money's worth. Danke, Eva. Rip. Robert ist tot. Rip, Robert. Wait, jetzt können wir mal das hier testen. Ha, das belebt Leute wieder. Ich hab's gerochen. Ja, ich will das Erdding nicht haben. Ich wüsste nicht wofür. Aber wait, sie haben gerade gar kein Item, weil das andere verbraucht wird. Oh Gott. Wirklich, Fledermaus? Wirklich? Danke. Oh, sie hat Leben. Das ist natürlich praktisch. Ich frage mich halt... Ne, sie hat halt keine Subweapon, die mir helfen würde. Wäre einfach cool, wenn... Robbie Bobble beim ersten Mal auch wirklich da hochspringen würde und nicht runterfällt. Du kannst nicht hinten in der Ecke crouchen. Das trifft dich alles. Cool. Er sieht halt nicht so aus auf dem Screen, aber es trifft einen. Gott, ich hätte echt gern diesen Self-Buff wieder. Ich hab den Self-Buff. Toggies! Könnte man so davon ausgehen, was jetzt passiert. Und ja, ich werde einfach vorgehen und werde mich mindestens zweimal treffen lassen. Ich bin basically an dem Punkt, wo ich all out gehe mit Senzo. Der Damage ist ridiculous. Aber ich muss alle töten, oder was? No way. Please, please don't. Okay. Mecha Slam hat mich gerettet. Alles klar, Eva. Bis später. Warum war da gerade ein Hund? Wait, what? Moment, ich wurde von einem Hund in einem Mecha gerettet. Okay.
Ja genau, es ist ein Hund. Wir können ihm nicht trauen, er schießt ihn. This is a mistake. Hachi. Okay, hallo Hachi. Okay, what is this? Arm of Destruction. In der Form above. Ich kann hovern. Ich kann mich invincible machen. Okay. Plus das Ding wirkt ziemlich tanky. Cool.